Das ist die erste Moschee mit Regenbogenflagge in ganz Deutschland. Islam gibt es kein LGBT. Was heißt Liebe ist halal? Homosexuell und muslimisch zu sein. Ich fand es mega iconic, dass sogar Dennis gebetet hat. Ich finde, das zeigt, dass Provokation immer was Subjektives ist. Ich habe echt lang kein Video mehr gedreht. Ich habe ehrlich keinen Plan, wie das nochmal ging. Hallo meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir, Zucha. Ich war ein bisschen lange weg. Aber dafür habe ich jetzt mein Abitur und mir geht's wieder gut. Ich habe keine Depression mehr. Ich hatte die größten Depressionen jemals wegen meinem Abitur. Und jetzt habe ich es hinter mir und jetzt gehöre ich ganz euch. Da ich wieder back bin, Leute, abonniert gerne diesen Kanal und schaut auf Instagram und TikTok vorbei. Ich küsse eure Herzen. Wir fangen nicht an mit einem Statement, so wo ich gewesen war. Das kommt vielleicht irgendwann mal. Wir springen gleich ins kalte Wasser und fangen mit Netflix an. So viele von euch auf Instagram haben mir gesagt, dass ich über die liberale Moschee in Berlin erzähl und deswegen werden wir das jetzt auch. Ich zeige euch erstmal das Video, worum es geht, damit ihr wieder alle drin seid und so. Und dann geht die Sache erst richtig los. Die Moschee inklusiv sein will, auch für queere Menschen. Sie sollen nämlich auch Teil des Islams sein und die Moschee besuchen dürfen. Hä, und was heißt Liebe ist halal? Das bedeutet erlaubt nach islamischem Recht. Ist das die erste Moschee mit Regenbogenflagge in ganz Deutschland? Die Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin hat die Pride... Bevor wir überhaupt über die LGBTQ labern wir erstens über diese liberale Moschee. Also erstmal die Basics. Jede Religion oder fast jede Religion hat ein Gotteshaus. Darin betet man, darin feiert man gemeinsam zum Beispiel das Opferfest oder Zuckerfest, wie bei uns Muslimen zum Beispiel. Oder es gibt auch Christen, die sonntags in die Kirche gehen, weil das ihr Feiertag ist. Es ist ein, wie gesagt, muslimisches Gotteshaus. Das bedeutet, es gibt bestimmte Kriterien, die man einfach erfüllen muss, damit es quasi ein muslimisches Gotteshaus ist und bleibt. Tatsächlich sind diese Kriterien schon seit Jahrhunderten festgelegt. Der Islam ist unveränderbar und das ist auch das, warum wir unsere Religion so lieben. Man ändert nicht die Religion, nur weil man Bock drauf hat, nur weil man sagt, die Regel gefällt mir nicht, lass mal umswitchen. Das macht man einfach nicht. Und wenn man ein Gotteshaus machen will, ist das erstens, bekommt man so viel Belohnung. Also gibt es bestimmte Kriterien, wie man ein muslimisches Gotteshaus errichtet und führt. Punkt Nummer 1. Frauen und Männer beten getrennt. Ich habe im TikTok nicht gesagt, warum. Hier kann ich es erzählen, weil hier können die Videos ein bisschen länger sein. Frauen und Männer beten unter anderem getrennt, damit der eine von dem anderen nicht abgelenkt wird. Zum Beispiel, im Gebet ist es so, dass man sich bücken muss, also die Raka. Und wenn man sich bückt, könnte man sich als Frau, wenn ein Mann hinter oder neben dir betet, einfach beobachtet fühlen. Das ist kein schönes Gefühl. Oder als Mann könnte man sich ablenken. Beide dieser Gefühle haben nichts im Gebet zu suchen. Deswegen betet man getrennt. Damit einfach jedes Geschlecht sich entfalten kann und sich komplett Gott hingeben kann. Zweitens, Frauen und Männer sollten sich bedeckt halten. Ihr kennt das bestimmt, glaube ich, als Touris, dass wenn ihr zum Beispiel in eine Moschee reingehen wollt, um als Touristen die zu sehen, sagen sie euch, hey, wir haben vor der Moschee Kleidung, damit ihr euch bedeckt, zum Beispiel ein Kopftuch oder ein Schleier oder was weiß ich. Männer sollten sich auch bedeckt halten. Sie sollten nicht mit kurzer Skinnyhose oder mit Shorts einfach beten gehen, weil das ist einfach die Aura. Oder oberkörperfrei, das macht man auch nicht. Wie man sieht, ist Gypsy nicht gekleidet für eine Moschee. Würde und Respekt ist im Islam sehr, sehr wichtig. Wird beides mit Füßen hier getreten. Die dritte Sache wäre zum Beispiel beim Wudu. Also wenn man sich wäscht für das Gebet. Muss man auch als Frau zum Beispiel das Kopftuch abtragen, damit man seine Haare wäscht und seine Ohren und was weiß ich. Wie soll man das machen, wenn es liberal ist? Also bedeutet, Mann und Frau und was weiß ich was für Geschlechter sind in einem Bad und machen sich alle fertig für das Gebet. Das macht keinen Sinn. Ja, das sind die Basics. Und die Basics sind nicht vorhanden in der liberalen Moschee. So, bevor ich jetzt hier komplett explodiere, wie jeder zweite Moslem an Opferfest. Ich bleibe jetzt mal ruhig. Diese liberale Moschee in Berlin ist das respektloseste und bodenloseste, was ich je gesehen habe. Es wird nicht nur über das Gebet komplett hergezogen. Es wird falsch. Es wird nicht mal von richtigen Leuten. Und was weiß ich, repräsentiert. Wallah, ich will mal den Imam sehen. Kommt er mit Papstkleidung oder was? Warum kommt man damit nicht klar, dass es in einer Religion bestimmte feste Regeln gibt, die man nicht abändern kann, weil man die da schon festgelegt hat, vor 1440 Jahren oder was weiß ich, und deswegen man die nicht ändert. Und wenn du die nicht befolgst, dann hast du entweder eine Sünde gemacht und inshallah wird sie dir verziehen, oder du packst die ganze Religion nicht und konvertierst zu einer anderen Religion. Ich verstehe es allgemein nicht auf Social Media. Warum muss man dieses Thema mit Muslime und LGBTQ so hardcore ausreizen, weil man ganz genau weiß, diese zwei Themen verstehen sich einfach nicht. Homosexuell zu sein ist nicht verboten im Islam. Was verboten ist, ist die Homosexualität auszuleben. Und selbst das wäre nur eine Sünde. Das bedeutet, behalt die Sünde für dich und bau keine liberale Moschee auf. Das macht nämlich keinen Sinn, weil diese liberale Moschee gibt es im Islam.
Islam einfach nicht. So, das ist Bullshit. Ich stelle mir das vor, ich gehe rein, keine Ahnung, am Ende läuft da noch Musik oder was weiß ich. Aber ich werde morgen Hodja, Alter. Ihr könnt jetzt mit der Wahrheit klarkommen und sagen, okay, dann gibt es keine liberale Moschee. Oder ihr könnt die ganze Sache so ausprovozieren, dass sich Leute hier ein Statement machen müssen, ja? Und dann als homophob abgestempelt werden, weil die denken, Digga, was geht hier ab? Es ist nun mal Fakt, dass es sowas nicht gibt. Und wenn ihr das trotzdem macht und euch Leute deswegen kritisieren, sagt dieser, ey, wir sind homophob. Wenn die Antwort A ist und du sagst C und dann der Lehrer dich korrigiert und sagt, nein, die Antwort ist immer noch A und du sagst, nein, ich mache jetzt einen neuen Lehrplan und deswegen ist jetzt die Antwort C richtig. Das macht keinen Sinn. Schaut euch mal die Leute an, die diese liberale Moschee gemacht haben. Sehen aus wie die größten Allmanns. Und jetzt zu dir, Gypsy. Es ist nicht homophob zu sagen, dass das, was eine liberale Moschee ist, nicht geht, weil das ist einfach Fakt, da kannst du ausholen oder nicht, mir egal. Was mich komplett stört und wirklich explodieren lässt, ist, dass man das so rausprovoziert. Du sagst, du bist Moslem. Tamam, okay, schön und gut, mir egal. Es gibt keinen Prototyp, wie ein Moslem aussieht. Und dann sagst du im zweiten Atemzug, ja, ich bin schwul. Wir haben auch verstanden, dass du eine schwule Drag Queen bist. Haben wir alle verstanden. Was ich jetzt nicht verstehe, wenn ich durch deinen TikTok-Account scroll, sehe ich nur Headlines, wie zum Beispiel ein schwuler Moslem, eine muslimische Drag Queen und was weiß ich. Und das sind zwei Sachen, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Das ist genauso, als würde ich sagen, ja, die muslimische Abiturientin, Sucha, jagt morgen ein Haus hoch. Keine Sorge, werde ich nicht machen, ist erst übermorgen. Wallah, Spaß, wallah. Am Ende muss ich wallah sagen, weil sonst glauben die mir nicht. Es ist unfassbar respektlos, weil ihr einfach die Regeln des Islams mit Füßen tritt. Und ich will nicht auf dieses Thema eingehen, dass er geschrieben hat, also Gypsy, Allah is gay. Astaghfirullah. Digga, ich kann kotzen. Allah ist unser Schöpfer. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Wir wissen nicht, wer er ist oder wie er aussieht. Und das ist auch richtig so. Wie kannst du jetzt schreiben, Allah is gay? Hast du angerufen, hast du ihn gefragt oder was? Das, was du machst, ist provozieren. Ganz einfach. Und da du ja gesagt hast, Provokation ist subjektiv, ja, ist sie. Natürlich stehst du zu einer Religion subjektiv, wenn du der folgst. Du kannst ja nicht objektiv bleiben und dann dieser Religion folgen, macht keinen Sinn. Was noch weniger Sinn macht, ist diese Respektlosigkeit. Ey, das kann's nicht sein. Obwohl, der sagt ja nicht mal Assalamu alaikum wie normaler Moslem, da sagt er Assalamu alaikum. Digga, ich weiß nicht, was du mit deinen Gehirnzellen gemacht hast. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass bei deiner Haartransplantation etwas schiefgelaufen ist und Gehirnzellen verbrannt wurden. Anstatt paar Haare auf deinem Kopf, hättest du dir lieber Gehirnzellen reintransplantieren lassen sollen. Zwischen schwul und Moslem sein ist keinerlei Zusammenhang, damit du das in jedem Satz erwähnen musst. Noch eine Frage an dich. Okay, du sagst, du bist schwul, man glaubt dir. Und dagegen habe ich nichts gesagt. Ich sag nicht, dass es schlimm ist, okay? Warum gibst du dich dann nicht dem Islam hin? Du sagst doch, du bist ein schwuler Moslem. Wo ist dann das Moslem in dem schwulen Moslem? Das ist genauso wie ich sagen, Ding, muslimische Abiturien, aber ich habe gar kein Abitur. Macht auch keinen Sinn. Du kannst deine Sexualität, natürlich kannst du stolz drauf sein, wenn du stolz drauf sein willst, mir auch egal. Aber du musst es nicht in jedem Video provokant rüberbringen, damit genau wie ich Leute ein Video gegen dich machen und damit du sagst, oh, wir sind homophob. Ich sag's ganz frei raus. Das ist einfach scheiße. Es ist lächerlich, demütigend und vor allem respektlos gegenüber einer Weltreligion, wenn noch nicht sogar die größte Weltreligion. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ihr wollt respektiert werden, tamam. Okay, wir haben euch respektiert. Wir haben gesagt, ihr wollt die gleichen Rechte wie Heterosexuelle haben. Ist natürlich auch logisch. Ja, okay, habt ihr jetzt. Aber trotzdem sollt ihr keine Religion in den Dreck ziehen und das macht ihr, weil ihr keiner dieser Regeln befolgt. Das, was ihr sagt und das, was ihr macht, ist nicht das Gleiche. Und ihr könnt damit klarkommen und sagen, okay, ich habe recht. Oder ihr könnt rumheulen und mich als homophob abstempeln, mir aber beides egal. Also, lieber Gypsy, bevor du mir irgendwas laberst mit Iconic beten und was weiß ich, vergiss dich nicht abzuschminken vor dem Wudu. Und wir sehen uns im Freitagsgebet. Hau rein!